Ja. Ach so, dann ist dieses komische... Das da oben, der Balkon, der ist bestimmt für die andere Welt gedacht. Ah. Bin ja nicht auf die Nase gefallen. Na doch, ein paar Mal schon. Speichere ich erstmal ein. Siehst du, das meine ich mit auf die Nase gefallen. Und an meinem Strand müsste ich doch auch noch was machen können. Wenn ich da zurückgehe... Ja, ich möchte jetzt nicht in die Bücherei. Danke für den... Ja. Und in den Wald. Und... Ach, die Oma. Es gibt noch echt so viel zu tun. Was wollte ich jetzt machen? Ach so, zu meinem Haus. Zu meinem Haus. Geht es dort nach raus, nach Süden hinaus. Rechts geht zur Kirche, da muss ich nicht mehr hin. Sag ich einfach mal. Rechts geht es in den Wald. Wald ist auch gut. Wo ich nicht weiß, wie ich im verlorenen Wald weiterkomme. So, mal gucken. Ging das nicht hier irgendwo weiter? Auf jeden Fall kann ich hier zu Sahasrara schwimmen. Ja. Ach, dreimal, okay. Ach, da oben sind... Ja. Ja, schlag doch mal zu! Der lässt sich hier vermöbeln, das gibt's gar nicht. Der war nicht schwer, der Gegner. Ich war nur zu doof. Gib's wenigstens zu. Da hat er mich nämlich gleich reingezogen. Das war ein bisschen schlecht. Oh, da ist eine Höhle. Die sieht man bei Nacht gar nicht. Nee. Ich habe gehofft, dass ich hier noch irgendwo... Fee finde. Ich war doch irgendwo eine, oder? Was das soll, weiß ich nicht. Ja. Okay. Hier ist eine Fee, ne? Auch nicht. Oh, hier komme ich weiter. Oh. Ich hörte, es gibt eine Kopie des Buches von Modora in der Bücherei. Das ist ja mal ein Tipp. Wir speichern mal. Muss ich was machen? Muss ich was schieben? Ach, da unten ist ein Loch. Ja. La 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 la. Oh, eine Kiste. Oh, ein Herzteil. Ein Container hätte ich jetzt... Warum gab es eigentlich keinen Herzcontainer in dem ersten Dungeon? Im zweiten Dungeon? Eigentlich ist es ja der zweite gewesen. Na gut, immerhin ein Herzteil. Kann ich gleich nochmal einspeichern auf dem Platz. So. Es ist immer noch Nacht. Ich möchte meine Fee nicht verlieren. Jetzt die Krabbe weg. Schön. Okay. Hau. Oh, Schleimi. Schleimi. Puh. Na gut, dann zu Zahas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 
Oder war hier die Hexe? Docks, Hyrule. Nee. Da kann ich mal speichern, so. Sahasrala, Sahasrala, wo bist du denn? Es ist mitten in der Nacht, lass dich besuchen. Oh, Sahasrala, mir geht's bald schlecht. Muss das Schwert auch schwingen, wenn du angreifen willst. Ich geh einfach mal weiter. Manchmal hätte ich gerne was zum Aufsammeln. So, krieg ich jetzt was Schönes von dir, weil ich dir geholfen habe. Du hast Sora Saphir. Behalte ihn für den Moment. Ich versprach dir mehr Informationen, also höre zu. Vor langer Zeit wurde ein großer Krieg geführt. Ich muss die Stimme mal ein bisschen ändern, sonst kriegt das nicht hin. Dieser endete, nachdem eine der beiden Seiten die Macht des Triforces genutzt hatte, um die andere zu vernichten. Deshalb brach die Welt in zwei und der Parallelturm entstand. Wir sind in der ersten Welt, wo die restliche Macht oben im Turm ruht. Hingegen die andere Welt das Wissen hat, wie man den Turm erklimmen kann. Dregor kennt die Legende des Parallelturms und möchte dessen Macht für sich. Er entführte sieben Mädchen, als er erfuhr, dass sie Informationen über den Turm besitzen. Er kennt jetzt die sechs Hinweise. Du kennst den siebten. Hier ist das Item, was ich dir versprochen habe. Ne. Ne. Ich habe die Pegasus-Schuhe bekommen. Was soll ich damit jetzt? Jetzt kannst du den vernichteten Laufangriff ausführen. Halte für kurze Zeit die A-Taste. Einer der drei Master-Schwertjuwelen ist am Friedhof. Viel Glück. Ja, das ist ja schön. Ich habe die Pegasus-Schuhe. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Natürlich, laufen, das ist klar. Und dass sie nützlich sind und ich schneller vorwärts komme, ist mir auch klar. Aber es muss noch mehr sein. Ich muss es irgendwo doch sinnvoll einsetzen können, außer in der Bibliothek von Link of the Past. Aber hier fällt mir nichts dergleichen ein. Pass auf, wir gehen hier oben mal lang. Vielleicht kommen wir hier zur Hexe. Aus zweierlei Gründen. Nein! War ich jetzt schon bei ihm oder nicht? Ja, gut. Du hast nichts gesehen. Er hat's gesehen. Na gut, wir können jetzt ein bisschen schneller laufen. Mehr weiß ich noch nicht. Ich brauch Saft. Ich brauch Stoff. Oh. Mann. Dass das immer alles so knapp sein muss. Dankeschön. Danke. So, der Pilz. Ist ja nicht so einfach hier. Danke, kommt nochmal wieder, um was Gutes zu erhalten. Ja, ja, ja. Nee, ja, ich wollte... Oh. Genau, das wollte ich machen. Reicht das jetzt, wenn ich rein und raus gehe? Wenn ich jetzt mal wiederkomme, kriege ich dann meinen... Was hat es hier mit den Pfeilen auf sich? Die Pfeile in der Schlucht oder Bucht... Und hier die Pfeile. Die ergeben gar keinen Sinn für mich, weil sie nicht da anfangen, wo der... Also der Wald fängt links an. Aber ich habe keinen Pfeil, der links anfängt. Und, Oh. Das ist Puder. Streue es auf Gegner und andere Dinge. Was wollte ich sagen? Der Nebelwald, nee, der verlorene Wald fängt ja links an. Aber keiner dieser Pfeilkombinationen fängt auch links an. Und dann gibt es dann noch diese komische Bucht. Der unendliche Strand oder wie das hieß. Der fängt unten an. Ergibt für mich auch keinen Sinn. Es fängt zwar ein Pfeil unten an, aber der ist nicht verbunden. Also, nö. Ach, ich weiß nicht.
Irgendwie passt das alles nicht zusammen. Wo geht's eigentlich hier lang? Ich glaube, hier muss ich sogar hin, ne? Mal gucken. Wir gucken mal. Ach, das ist der endlose Strand. Nee, ich weiß nicht wohin. Jetzt habe ich dreimal Pfeil hoch, links, runter. Ja, keine Ahnung. Stehst du? Ich weiß nicht, wie ich das lesen soll. Oh oh. Das war knapp. Hat funktioniert. Und tschüss. Aber es gab dann noch eine Sache, die ich machen wollte. Die Aufnahme beenden. Gut, abgesehen davon. Jetzt muss hier noch irgendwo so einen Stampfer geben. So was ich in den Boden einstampfen kann. Hier. Nein. Dum, dum. Ach, da kann ich nochmal Geschwindigkeit nehmen. Und das Puder. Das Puder kann ich in dem Originalteil auf eine grüne. Auf so einen grünen Altar streuen. Dann passiert was Tolles. Mit meiner Magie. Aber hier habe ich dergleichen noch nicht gefunden. Hier kann ich den Speed höchstens nutzen. Nee. Weiß ich nicht. Ich kann vor den Dieben fliehen. Jetzt fällt mir gerade nichts ein. Ich komme natürlich auch viel schneller von A nach B. Das ist davon mal ganz abgesehen. La la la. So. Sind wir wieder im Dorf. Jetzt besuchen wir nochmal den einen hier. Der immer wegläuft von uns. Wie schön die Treppen hochfetzt. Poliert sie regelrecht. Halt! Boah, ist aber schwer. Nochmal. Nee, von hier nicht. Wenn, dann von der anderen Seite. Okay, habe ich verstanden. Also nochmal speichern. So. Boah, das ist aber knapp. Nicht mit mir. Du bist sehr schnell. Ich kann nicht glauben, dass du mich eingeholt hast. Ich erzähle dir was Gutes. Du kannst die Himmelsinseln von der Wüstenoase erreichen. Von der Wüstenoase? Himmelsinseln? Wo war nochmal die Wüstenoase? Ja, das kann eigentlich nur die hier sein. Müssen das die Himmelsinseln sein, die ich nach dem Strand besuchen kann? Die Himmelsinseln? Ich wette, da ist das dritte Amulett. Aber da will ich nicht hin. Noch nicht. Und Hyrule muss ich nicht hin, da muss ich nicht hin. Wir können nochmal in den Wald gehen. Ja. Wir gehen nochmal in den Wald. Und wenn ich da auch nicht weiter weiß, dann mache ich die Aufnahme zu Ende. Ich weiß, dass ich in die Bücherei muss. Die Steine kriege ich nicht mit ihm, ne? Ups. Nein. Ah, ich kann nochmal die Oma bepudern. Nein, ich... Oh. Hat funktioniert. Ach schön. Freut mich, dass es noch klappt. Boah, mit Name auf Wohnen. Okay. So. Wir wollten nochmal in den Wald. So, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Ich habe schon mehr gesammelt. Obwohl, eigentlich kann er mir nur Bomben und Pfeile klauen. Naja, mal gucken. Hast du noch mehr für mich? Ausverkauft. Du und meiner Sack. Gib mir mein Kram. Du stehst falsch. Wo geht's lang? Ich kann jetzt springen. Jupp.
La la la. La la la. Tulü. Da brauche ich überall den Handschuh oder den. Naja, was zum Heben. Ich weiß ja gar nicht, ob dieser Handschuh ist. Ach so? Der ist ja nur rot geworden. Tja, geht auch mal weg da. Der ist nur rot geworden. Lass mich doch mal durch. Danke. Meine Pfeile. Na los, komm her. Danke. Ups, das war nicht meine Schuld. Bist du selber reingerannt? Geflogen besser. Weg. Keine Zeit. Ich muss zu Oma ins Haus. Lass mich. Ich muss zu Oma ins Haus. You are the dancing queen. So ein bisschen bekloppt im Kopf ist er auch, ne? Ach so, das geht nicht. Das ging auch mal. So. Was ist das? Ein Herzteil. La 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 la. Kann ich hier auch? Ja, hier kann ich auch. Aber was soll? Ich verstehe das nicht. Ganz ehrlich. Ja, ich kann hier was drücken, aber es ist ja immer schwarz. Geht auch nicht so auf. Wenn da jetzt nichts Tolles drin ist, ne? Dann kloppe ich die Oma mit dem Hammer. Nochmal. Wozu sollte ich denn? Wozu? Tja. Das stellt mich nicht zufrieden. Hä? Hier muss doch irgendwas sein? Oder muss ich mittig? Bald keine Bomben mehr. Na gut, gehen wir halt wieder. Können wir wieder speichern. Aus Prinzip. Das war klar, dass der da direkt davor steht. Oh, meine Bomben. Ab. Ja. Hör doch mal auf, mich immer von der Seite zu berühren. Ne? Oh. Was denn? Entschuldigung. Ah, da ist wieder dieser Wald. Wenn ich jetzt von links reinkomme, wo soll ich denn hin? Das ergibt gar keinen Sinn. Auch die anderen Pfeile, wo habe ich die überhaupt aufgeschrieben? Da ist auch noch ein Zettel, warte mal. Unter der Tasse. Ja, da war noch ein Zettel. So. Nee, aber das ergibt keinen Sinn. Das musste in Tempel nicht. Das hier auch nicht. Naja, ist ja schnell gesammelt. Danke. Heb doch die Mark auf. Nimm sie. La, 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 la. Ach, wozu kann ich jetzt sprinten? Ha. Gut, ich könnte den zweiten Tempel. Ja, ich glaube, wir werden früher oder später einfach in den zweiten Tempel müssen, weil ich nicht weiß, wie wir das mit den Pfeilen lösen sollen wollen. Ich kann ja schon mal in die Richtung laufen. Ich renne in die Richtung. Oder renne dran vorbei. Nee, so weit wollte ich gar nicht. Ich
Ich erinnere mich, dass ich die Himmelsinseln schon mal gesehen hatte. Aber ich war in den Wäldern nicht fertig geworden. Ach, es ist schon so lange her. Wie ihr seht, ich wüsste sowieso nicht mehr, wie ich dahin käme oder was da ist. Weil es einfach zu lange her ist. Also keine Panik, ich würde irgendwie schon alles wissen. Eigentlich ist es blind. Da muss ich nichts mehr machen. Oh. Na gut, dann stelle ich mich jetzt zu dem nächsten Tempel hin und sag dann mal Tschüss. Ich weiß ja gerade eh nicht, was ich machen soll. Wenn ihr noch einen Tipp habt, immer raus, ne? Ja, ich muss weg. Lala, ich muss weg. Lala, keine Zeit. Wo war denn? Ich bin schon vorbei, ne? Bin schon vorbei. Ich muss mal zurück. Ja, ich sehe es ein, die Schuhe sind doch nützlich. Oh oh. Dass die immer sich direkt auf einen draufstellen, dass man nicht angreifen kann. So, volles Herz. Dann voll Dampf voraus. Ist das ja nicht auch so, wenn man zwei Büsche genau parallel trifft, dass man irgendwie zurückgebounced wird? Was noch ein Herzteil? Das ist mir nicht entgangen. Wow. Wow. Okay, eine Wirbelattacke macht 2 Schaden. Der Hammer würde 3 Schaden machen. Ist mir mal zu riskant. Und wenn ich mich dicht dran stelle, kann ich ihn 2-mal treffen. Okay. So. Den muss ich noch kalt machen. Sonst steigt er in den Kopf. Wieder nur ein winziges Look. Achso. Filmzitat. Okay. Ja, dann würde ich sagen, beende ich mal diese Aufnahme. Ich hoffe, der Ton ist drauf. Wenn nicht, habe ich einfach Pech gehabt. Ich muss das nachvertonen. Und ich werde, obwohl, jetzt seht ihr das ja schon, die Folgen auch öfter raushauen. Aufgrund des Andrangs. Ja, ihr wollt es sehen, also mache ich es öfter. Bringe die Folge öfter raus. Ja, so viel dazu. Haben wir eine Menge gefunden. Das nächste Mal gehen wir da rein. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ich sage Tschüss.